Wir alle wollen große Gewinne machen im Trading, natürlich. Aber die Börse, die will nicht immer große Gewinne abgeben. Geiziges Stück. Manchmal, da ist die Börse spendabel und spendiert einen Gewinn nach dem anderen. Dann wieder sehr zögerlich und manchmal auch absolut widerspenstig und gönnt uns nichts. Jeder Trade geht in den Stop-Loss. Der Markt hat drei Gesichter. Wenn du dauerhaft Geld verdienen willst, dann musst du erkennen, welches Gesicht gerade zu sehen ist. Lass uns starten. Hallo, ich bin Alex, willkommen bei Kasparei Trading. In meinen Videos, da findest du verschiedene Trading-Strategien und Ideen, die dir neue Perspektiven eröffnen sollen. Es ist wichtig zu wissen, dass ich nicht jede hier vorgestellte Methode auch selber anwende. Teste deswegen alles zuerst auf einem Demokonto. Mein Schwerpunkt liegt auf automatisierten Strategien, ideal auch für den Einsatz mit Trading-Robots. Wenn dir meine Inhalte helfen, dann freue ich mich natürlich über ein Like und ein Abo. Vielen Dank dafür. Drei Gesichter des Marktes. Wir verdienen beim Trading Geld, wenn die Distanz zwischen dem Einstieg und dem Ausstieg möglichst groß ist. Daher wäre es von Vorteil, möglichst dann aktiv zu sein, wenn der Kurs im Trend ist und große Bewegungen macht. Erstes Gesicht des Marktes, trendlos. Wir sehen hier auf dem Chart eine trendlose Phase. Es gibt keine Anzeichen eines Trendes wie höhere Hochs und höhere Tiefs oder tiefere Tiefs und tiefere Hochs. Der Kurs, der pendelt wahllos von einer Seite zur anderen, ohne feste Struktur. Alles wirkt willkürlich. Man könnte natürlich auch die Range handeln, indem man oben Short geht und unten Long. Aber nicht selten kommt es in so einer Range zu Fake-Ausbrüchen, bevor der Kurs dann doch wieder zur gegenüberliegenden Seite läuft. Diese Marktphase ist sehr anstrengend zu handeln, speziell dann, wenn man eine Trendfolgestrategie tradet. Das Gemeine an so einer Range ist, man erkennt sie relativ spät. Bis dahin hat man schon einige Ausstopper kassiert. In so einer Phase versagen viele Trading-Strategien, weil die Preise keiner Regel folgen. Selbst wenn man nicht direkt eine Trendfolgestrategie handelt, vielleicht als Scalper, merkt man, dass der Markt nicht so funktioniert wie gewohnt oder wie erwartet. Zweites Gesicht des Marktes, starker Trend. Hier sehen wir einen starken Trend. Jede Korrektur wird gierig wieder aufgekauft. Die Impulsbewegungen sind kraftvoll und ausgedehnt, was man in den langen grünen Kerzen erkennt. Der Kurs überbrückt weite und lange Distanzen ohne Erschöpfungsanzeichen. Die Charttechnik funktioniert wunderbar und alle Strukturen sind auf den ersten Blick ersichtlich und lassen sich sehr gut handeln. Sichtbare Unterstützungsbereiche werden direkt zum Kaufen verwendet, ohne lange Konsolidierung. Man erkennt den Willen der kollektiven Masse. Jeder, der nicht dabei ist, der springt auf und treibt den Markt weiter an. In diesen Phasen, da verdienen wir sehr viel Geld und halten uns für unbesiegbar. Meistens ist nach so einem Hochgefühl die Reise auch bald wieder vorbei und der Markt ändert sein Gesicht. Drittes Gesicht des Marktes, leichter Trend. Auf diesem Bild erkennen wir einen leichten Trend. Der Preis, der bildet zwar immer wieder neue Hochs aus, aber es fehlt an Kraft. Die Korrekturen verlaufen sehr tief und ausgedehnt und es kommen an Tiefpunkten nur zögerlich neue Marktteilnehmer rein. Nach jedem neuen Hoch, da laden viele Teilnehmer ab und nehmen ihre Gewinne mit, was zur Folge hat, dass der Preis fällt. Die Dynamik des Trends wird immer langsamer. Viele Teilnehmer, die erwarten bei diesem Verhalten eine Trendwende. Man erkennt viele Doppeltops oder auch Schulterkopf-Schulter-Pattern. Tiefe Retracements mit typischen Umkehrformationen halten neue Teilnehmer ab, einzusteigen. Auf der Short-Seite war aber bis jetzt auch noch nichts zu holen. Der Kurs hat dann doch immer wieder noch nach oben gedreht. Teilnehmer sind ermüdet und warten ab. Die perfekte Bedingung für einen neuen Seitwärtsmarkt, welcher entweder durch starke Teilnehmer in einer neuen Trendphase endet oder aber die Distributionsphase sich ausbreitet. Ein starker Abverkauf ist dann die Folge. Wir sprechen bei diesen drei Gesichtern auch von Akkumulation, Trend und Distribution. Bei der Akkumulation, da beginnen Institutionelle ihre Position aufzubauen, meist nach einem längeren Abwärtstrend. Das Volumen ist meistens gering und die Handelsspannen kurz. Es sind die typischen Seitwärtsmärkte. Viele Fake-Ausbrüche nach unten, welche dann von den Institutionellen mit höherem Volumen aufgekauft werden. In der nachfolgenden Trendphase, da wollen alle noch mit dabei sein und heizen den Trend immer weiter an. Und natürlich auch die Teilnehmer, welche sich falsch positioniert haben, die müssen ihre Trades drehen, was die Bewegung noch weiter anfacht. Und wenn auch der letzte Teilnehmer noch aufgesprungen ist, weil er von seinem Friseur oder Nachbarn einen Tipp bekommen hat, dann beginnt der Markt abzuladen. Großes Volumen mit langen roten Kerzen läuten die Distributionsphase ein. Der Kurs, der versucht am Anfang zwar immer wieder in den Trend zurückzukommen, aber die Big Player, die laden oben immer wieder massiv ab. Und irgendwann brechen die Dämme und der Kurs geht deutlich runter. Schön und gut, aber wie können wir diese Infos nutzen? Wollen wir zusammen mit den Institutionellen die Ersten sein, die sich positionieren? Nein, denn auch diese können sich irren. Am besten wäre es, wenn wir nur die Sahnebewegung nutzen und die restlichen Phasen inaktiv bleiben. Eben als typischer Swing Trader. Aber so leicht ist es natürlich nicht. Denn in jedem gesunden Trend, da gibt es auch immer wieder Erschöpfungsphasen und Anzeichen von Distribution. Und wir würden uns sehr ärgern, wenn wir im nächsten Move nicht mit dabei wären. Aber grundsätzlich, da sollte unser Ziel sein, möglichst den schönen Trend zu erwischen als die übrigen Marktphasen.
Wir handeln bei Kaspareit Trading hauptsächlich den Nasdaq, weil dieser häufig in Bewegung ist. Dies macht es uns leichter, die schlechteren Phasen zu überstehen mit weniger Handelspausen. Es gibt aber auch andere Märkte wie Rohstoffe oder Devisen, die deutlich länger in einer trendlosen Phase festhängen. Es wäre in diesem Fall keine schlechte Idee, nur dann aktiv zu sein, wenn der Kurs den Willen zeigt, sich zu bewegen. Denkt dran, wir müssen nicht die Ersten sein, die dabei sind. Es reicht völlig aus, auf den Zug aufzuspringen, wenn er in Bewegung ist. Institutionelle können das nicht, denn sie müssen aufgrund ihres großen Volumens antizyklisch oder zumindest sehr vorsichtig nach und nach vorgehen. Retailer haben einen klaren Vorteil aufgrund ihres geringen Volumens. Wenn du aber noch Schwierigkeiten hast, diese drei Gesichter des Marktes selber zu erkennen, dann zeige ich dir nun zwei einfache Indikatoren, welche dir das Bild etwas filtern. Bedenke aber, Indikatoren sind immer nachlaufend und können niemals so schnell sein wie der Preis selber. Daher schule immer wieder deinen Blick auch ohne Indikatoren. Alligator. Der Williams Alligator ist ein hervorragender Momentum- und Trendindikator. Er besteht aus drei geglätteten gleitenden Durchschnitten, die wie ein Alligatormaul aussehen sollen. Diese gleitenden Durchschnitte, die werden als Kiefer, Zähne und Lippen des Alligators bezeichnet und helfen Markttrends und Phasen zu identifizieren. Erstens, Schlafphase. Der Alligator schläft. Die drei Linien sind ineinander verwoben und sehr nah beieinander. Der Markt befindet sich in einer Seitwärtsbewegung ohne klaren Trend. Zweitens, Aufwachen und Fressphase. Der Alligator wacht auf und frisst. Die Linien, die beginnen sich zu trennen und in eine Richtung zu bewegen. Entweder aufwärts oder abwärts. Dies signalisiert den Beginn eines neuen Trendes. Die Linien, die öffnen sich wie das Maul eines Alligators. Drittens, Sättigungsphase. Der Alligator wird satt. Die Linien beginnen sich wieder zu nähern. Der Trend könnte an Schwung verlieren und eine Seitwärtsbewegung oder Trendwende ist möglich. Wenn du als Swing Trader deine Einstiege suchst, dann könntest du darauf achten, dass der übergeordnete Trend auf dem Daily Timeframe ein weit geöffnetes Maul des Alligators zeigt. Deinen Einstieg könntest du dann auf dem H4 oder H1 Chart machen, nach einer kleineren Korrektur. High-Low Optimized Trend Tracker. Ein weiterer sehr hilfreicher Indikator ist der HLOTT. Dieser unterteilt den Markt wie kein anderer in Bewegung und seitwärts auf. Ist der Kurs oberhalb oder unterhalb des Channels oder bewegt sich nahe der Linie, dann kann man von einem starken Move ausgehen. Bewegt sich der Kurs innerhalb des Channels, dann ist der Markt müde und eher seitwärts gerichtet. Willst du als Swing Trader nur die besten Bewegungen nutzen, dann könntest du auch bei diesem Indikator darauf warten, dass der Kurs auf die 1 außerhalb des Channels verläuft, um dann deinen Einstieg auf einem kleineren Timeframe wagen, wenn der Kurs nach einer Korrektur wieder in die übergeordnete Trendrichtung geht. Nochmal ein kleiner Hinweis. Indikatoren sind grundsätzlich träge und verzögert. Neue Bewegungen werden immer nur mit einer Latenz erkannt. Sie helfen dem ungeübten Auge, aber ein Trader, welcher die Markttechnik beherrscht, der wird immer früher mit dabei sein bzw. erkennen, wo man besser nicht handelt. Allerdings sind Indikatoren sehr hilfreich, um eine reproduzierbare Strategie zu handeln. Es mindert den Interpretationsspielraum und sorgt für klare Regeln. Was ist deine Meinung zu diesen beiden Indikatoren? Schreib mir bitte, was du davon hältst, aber lass mich auch wissen, ob du dir weitere Videos in dieser Richtung wünschst. Ich hoffe, du konntest aus diesem Inhalt wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Wenn du jemanden kennst, dem dieses Video ebenfalls helfen könnte, dann zögere nicht, es auch zu teilen. Ich freue mich über jeden Kommentar und antworte auch gerne darauf. Ich wünsche dir eine fantastische Woche und bis zum nächsten Mal.